Weil ich sag mal, hier geht ja schon relativ viele Ressourcen gehen hier ja schon drauf, ne? Aber was brauche ich denn überhaupt alles auf dem Berg noch zusätzlich? Ich brauche noch Zucker habe ich, Maisstärke und Zitronensäure kann ich oben produzieren. Ja, Milch und Butter brauche ich noch oben. Und Schokocreme, aber die kann ich hier produzieren, alles. Aber hier habe ich auch Schokolade, oder nicht? Ja, genau, die habe ich noch nicht ganz benutzt. Genau, und die bauen wir dann hier hoch. An dieser steilen Sache hier. Nee, alles ist, das ist gut. Und die Milch können wir aus dem wunderbaren Ding ja auch rausnehmen dann direkt. Wie viele Ressourcen hier drauf gehen, ja, das ist echt unglaublich, ey. Aber ich sag, wie es ist, es bringt mir nichts, wenn ich das hier jetzt nicht bauen würde, einfach direkt. Gut, dass es überhaupt gar keine Arbeit ist. Was tut man nicht alles für eine gute Fabrik, ne? So, wir kommen langsam wieder in normales Gebiet in Anführungsstrichen. Raus aus dem Goldgebiet. Woran merkt man das? Richtig, die Laube, die Förderbänder werden wieder höher hier. Aber ich sag mal, wenn wir hier jetzt noch eins oben drauf packen würden,
Wäre das zum Beispiel zum Glück echt so ein Ort, an dem es nicht stören würde. Also es wäre jetzt nicht so krank schlimm, wenn dann noch eins oben drauf wäre. Da gibt es andere Orte, bei denen das viel, viel schlimmer wäre. Aber mit Drohnen könnte man das ja auch rein theoretisch machen. Aber das wird nicht hüpfen. Oh, scheinbar, jetzt hüpfe ich dauerhaft, ne? Das geht hier halt auch relativ uninteressant an der am Meerbrand lang. Ja, das ist okay. Dann wird das hier halt unser, ich glaube, das wird mit Abstand unser höchstes Laufband. Weil wir müssen da ja jetzt dann noch. Nee, nur noch das Wasser kommt drauf, ne? Glaube ich, oder? Kommt da noch mehr drauf? Ich weiß es im Endeffekt nicht. Puh. Damit haben wir aber den ganzen Zucker da, wo ich ihn auch tatsächlich brauche. Also beziehungsweise da, wo ich ihn bald brauchen werde. Wie gesagt, wenn man sich da einfach ein bisschen drum kümmert direkt, dann klappt das schon. Und ich habe echt nicht gedacht, dass das hier mal so ein krasses Versorgungsding wird von Zucker. Gut, dass ich da die verstärkten Platten damals gebaut habe. Weil zugegeben, ohne die verstärkten Platten hätte ich jetzt nicht dran. Ich habe an die, die Generatoren doch überhaupt nicht mehr gedacht, die da waren. Ich bin ganz ehrlich, die Schokocreme würde ich gerne hier produzieren, am liebsten sogar. Weil wir brauchen auf jeden Fall Schokocreme, brauche ich da auch oben, ja, definitiv. Das hier kann ich auch. Alles unten produzieren, sehe ich gerade. Das ist praktisch, wenn ich das alles unten produzieren kann. Weil dann produziere ich nämlich. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, ich habe mich vertan. Ja. Ich brauche da oben nicht so viel Zucker.
Was brauche ich für Schokocreme? Oh, verdammt, ich habe mich vertan. Milch und Sahne. Und geschmolzene Schokolade. Aber für geschmolzen. Ich brauche keinen Zucker da oben. Ich brauche den da oben nicht. Was mache ich jetzt? Alles wieder abreißen? Ich brauche den Zuckerschaum, den brauche ich oben, aber den Zucker brauche ich nicht oben. Es tut mir so leid, Leute. Aber ich werde das hier alles wieder abreißen. Ich brauche das nämlich nicht hier oben. Das Einzige, was ich hier oben brauche, ist Zuckerschaum. Ich brauche hier doch Zucker oben. Nee, brauche ich eigentlich auch nicht. Das wäre sogar richtig dumm, wenn ich das hier oben produziere. Aber dafür brauche ich reines Gold- und Zuckerglas. Stop. Wait one moment. Dafür brauche ich das hier. Das produziere ich hier oben. Dann produziere ich das hier oben. Okay, gut, ich habe alles zurückrudern. Ich brauche das doch hier oben. Okay, gut. Und das hier muss ich gucken, dass ich das irgendwie unten produziere dann. Entsprechend. Aber ich versuche hier das Glas hier oben zu produzieren. Dafür brauche ich aber nicht so viel Zucker. Weil das ist Quatsch. Das ist Quatsch, hier oben zu produzieren, weil dafür müsste ich so viel hochpacken. Das mache ich auf gar keinen Fall. Also. Leute, es tut mir so leid, ne? Aber ich brauche es nicht. Also ich brauche hier schon die Fließbänder, aber ich brauche auch, glaube ich, ich reiß auch die Anzahlen nicht ab, weil ich brauche hier definitiv ein bisschen mehr hier oben. Aber Zucker brauche ich da halt definitiv nicht. Oh, ich war wieder zum Paketboten hier.
Jetzt brauche ich es doch, weißt du, wisst ihr, jetzt brauche ich es dann am Ende doch und dann reiße ich jetzt aber hier alles ab, weil ich doof bin und dann. Baue ich alles nochmal. Ich sehe es doch schon kommen, Leute, ich bin ehrlich. Ja, da war ich nicht konzentriert genug. Da habe ich nicht gut überlegt, was ich brauche und was nicht. Stopp. So, jetzt Plan. Halt, stopp. So, jetzt Plan. Wo muss der Zucker hin? Vielleicht war der Zucker bis dahin ja richtig sogar. Weil dafür brauche ich Milch und Butter. Weil die kann ich nämlich hier produzieren, auf dieser Ebene. Tendenziell erstmal. Was ist hier kaputt gegangen? So, einmal kurz hier stoppen, ja? Abbruch, Abbruch, Abbruch. Einmal hier jetzt überlegen. Wofür brauche ich Zucker und wo kann ich das produzieren? Zucker und Puderzucker brauche ich da, wo ich Sprudelwasser habe. Genau wie auch Zuckerschaum. So. Das ist aber doch gut. Weil das kann nämlich dann hier unten bleiben. Dafür brauche ich dann. Nochmal Sprudelwasser. Sprudelwasser habe ich sowieso hier unten. Alles tippitoppi. So. Das heißt, was brauche ich oben beim Gold? Beim Gold brauche ich Wasser. Zuckerschaum. Und die hier. Die produziere ich aber auch hier unten. Oh, ich brauche mehr Sprudelwasser. Ja, gut. Okay. Sorry, Leute. Dafür brauche ich Milch und Butter. Ja, Milch und Butter ist halt einfacher hier hinzubringen als da. Das heißt, bis dahin passt alles. Okay, warte mal.
Bis hierhin ist alles fein. Also bis hierhin wird das auch alles transportiert. Das ist genau wie geplant. Also das kann bleiben. Das ist schon mal gut. Dann muss ich das nämlich nicht noch weiter abreißen. So. Wasser, Zucker, Schaum. Tut mir leid, aber also insbesondere tut es mir für den Zuckerschaum gerade leid. Wie viel Zuckerschaum brauche ich denn? Alle 2 Sekunden ungefähr ein. Dafür brauche ich auch Zuckerwatte und auch Zuckerschaum. Oh Gott, was mache ich hier nur, ey? Boah, ist das ärgerlich, dass ich mich da so krass vertan habe. Ey, überleg mal, was ich hier alles umsonst gebaut habe. Ich brauch's halt einfach hier nicht. Das wird hier, das bleibt trotzdem alles stehen, die Balken, weil die brauche ich sehr ähnlich wieder. Also alles gut. Ich habe halt nur irgendwie gedacht, ich brauche. Kannst mich gerne in Ruhe lassen, Mister. Na, schließen. So. Zuckerschaum.
Weil hier bleibt ja jetzt Puderzucker über. Wenn ich das richtig geplant habe. Und das ist der Puderzucker hierfür. Es ist echt irgendwie. Ja. Kommt auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit hier an. Das ist schon mal gut.